Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute mal wieder ein Aufgebraucht-Video. Es sind sehr viele Beauty-Sachen, Pflegesachen geworden und ich zeige euch das mal eben schnell. Das alles habe ich hier leer gemacht und noch drei Sachen, die hier gar nicht mehr reingepasst haben. Ihr seht, das ist ein Riesenberg geworden. Deswegen holt euch was zu trinken, holt euch was zu naschen und ich würde sagen, wir fangen an. Viel Spaß! So, ich habe viele Pflegeprodukte leer gemacht. Fangen wir mal an mit einem Duschgel von Dove. Das ist jetzt aktuell, das ist so eine Limited Edition von Dove. Jetzt so für die Sommerzeit. Und die riecht wirklich sehr, sehr sommerlich. Gibt es auch noch, habe ich wieder gesehen beim DM. Und ja, die Duschgele von Dove, die pflegen immer sehr gut. Das riecht auch sehr schön. Genau, fand ich auch sehr gut. Dann habe ich ein Trockenshampoo leer gemacht von Batiste. Das ist das hier in Roségold. Ich wechsle ja die Trockenshampoos immer mal wieder. Mal benutze ich Balea, mal Batiste, mal irgendwas anderes. Also ich habe da jetzt keinen bestimmten Favoriten. Ich mische die immer mal wieder so. Dann habe ich ein Rexona Deo leer gemacht. Das ist auch neu bei DM gewesen. Hat jetzt nicht so gut geschützt wie das andere Rexona Deo, was ich auch leer gemacht habe, was ich euch ja sehr, sehr oft in die Kamera zeige hier. Das war okay. Das riecht ein bisschen fruchtiger. Also der Duft ist sehr angenehm, aber für mich ist es noch wichtiger, dass auch dass dieser Bereich hier so geschützt ist, so, wenn ihr versteht, was ich meine. Und deswegen habe ich das auch leer gemacht. Hier, das ist das beste Deo auf der ganzen Welt. Ich wiederhole mich ja immer wieder, also ich empfehle das jedem und jedem, dem ich es empfohlen habe, der hat auch gesagt, das ist wirklich sehr, sehr gut. Und davon benutze ich auch das hier, also ich benutze immer die beiden hier in Kombination und da passiert gar nichts. Genau. So, dann hole ich das hier mal auf meinen Schoß. Kommen wir zu einem Bodyöl von Balea, das hier. Das hat einfach so, so gut gerochen und so gut gepflegt. Das war mein absoluter Favorit. Und leider gibt es das nicht mehr bei DM zu kaufen. Wenn es das wieder gibt, dann werde ich mir sofort einen kleinen Vorrat davon anschaffen. Es hat wirklich die Haut super gut gepflegt. Und es ist sehr schnell eingezogen und es hat so gut gerochen. Das riecht so nach Süßigkeiten, nach grünen Süßigkeiten. Ich glaube so diese grünen Apfelringe oder so. Also ich habe das richtig, richtig geliebt. Es ist für trockene Haut und... ja, es steht hier zwar Avocadoöl, aber es hat nach Süßigkeiten gerochen. So könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, aber ich habe es richtig geliebt. Also und einfach allgemein, die Öle von Balea, die sind wirklich sehr gut. Preis-Leistungs-Verhältnis kann man gar nichts Negatives dazu sagen, wirklich. Dann habe ich von Palmolive auch ein Duschgel leer gemacht. Das war so eine Edition von Germany's Next Topmodel. Dann habe ich leer gemacht einen Selbstbräuner von Dove. Den finde ich sehr gut. Der gibt auch so eine schöne natürliche Bräune ab. Hält natürlich nicht so lange, also es hält so 2-3 Tage. Danach müsst ihr nochmal eincremen. Und genau, den fand ich aber gut. Also was so Drogeriebräune angeht, finde ich den sehr gut. Der macht keine Flecken. Ihr müsst nicht unbedingt ein Peeling machen. Ich mache gerne ein Peeling vorher. Aber muss man nicht. Ich habe es auch benutzt, als ich kein Peeling gemacht habe und es hat trotzdem keine Flecken gemacht. Dann habe ich so ein Flop-Produkt hier leer gemacht oder besser gesagt hier zwei Flop-Produkte von Dresdner Essenz. Das ist hier einmal eine Kaffee-Time-Creme-Dusche und hier ist einmal eine Körpercreme. Die mochte ich gar nicht. Ich habe die mir im Winter noch gekauft. Das war so eine Limited Edition, glaube ich, von Dresdner Essenz. Und... erstmal, die Cremedusche war okay, aber irgendwann hatte ich diesen Duft so satt. Ich bin jetzt nicht so extrem der Kaffeemensch. Ich trinke Kaffee gerne, aber dass ich jetzt sage, boah, ich liebe diesen Duft, nicht unbedingt. Na. Ja, und diese Körpercreme, die war richtig schlimm, weil die einfach nicht eingezogen ist. Also da hatte man so einen Film auf der Haut und hat einfach gedauert, bis es wirklich eingezogen ist und das hasse ich. Und dieser Kaffeegeruch, wie gesagt, also wenn man Kaffeegeruch liebt, dann ist es für einen, aber ich fand einfach, dass die nicht eingezogen ist auch. So, dann noch ein Flop-Produkt von Bare Minerals, ein Tinted Hydrating Gel Creme. So, das ist so eine Art BB-Creme, die habe ich mal benutzt, wenn ich mich jetzt nicht so extrem schminken wollte, so ab und zu mal.
Ich habe mir das nachgekauft, ich habe es bei Instagram gesehen und da war jemand, der war total davon begeistert und ich habe es mir nachgekauft. Leider habe ich es mir nachgekauft, ohne jetzt meinen Farbtyp da zu bestimmen und natürlich war das viel zu dunkel für mich. Und das andere ist, dass ich davon so schnell geölt habe, also beziehungsweise mein ganzes Gesicht war so schnell fettig davon. Und es hatte jetzt keinen Unterschied gemacht, ob meine Haare frisch gewaschen waren oder nicht frisch gewaschen waren, ob ich gepudert habe, ob ich gebakt habe. Es hat einfach immer nach so 2, 3 Stunden angefangen zu glänzen. Und ich bin so froh, dass ich jetzt es leer gemacht habe, weil es war auch nicht so billig. Und ich gebe es jetzt auch auf mit BB-Creams. Also ich habe jetzt einige BB-Creams ausprobiert, teure, billige und bei jeder habe ich immer das gleiche Problem, dass meine Haut einfach anfängt zu glänzen, zu ölen. Und deswegen war das jetzt die letzte BB-Cream, die ich jetzt hier in die Kamera halten werde. Und ja, bin froh, dass ich sie leer gemacht habe und die werde ich mir auch natürlich nicht mehr kaufen. So, dann habe ich gestern leer gemacht ein Garnier Milky Micellenwasser. Das hat wirklich so lange gehalten. Hier sind 400 Milliliter drin und das hat ewig gehalten. Ich habe das abends immer benutzt, wenn ich mich abgeschminkt habe, als einen Schritt. Und da hat auch nichts gebrannt, es hat nicht irritiert und so. Es war wirklich sehr, sehr sanft zur Haut. Hier steht auch besonders pflegend für trockene und empfindliche Haut. Und ich hatte auch das Gefühl, dass es meine Haut gepflegt hat. Und jetzt im Moment benutze ich von Garnier dieses Rosen, also das Micellenreinigungswasser mit Rosenwasser. Und das hat auch sehr schöne pflegende Inhaltsstoffe irgendwie. Und ja, Garnier macht sowieso die besten Abschminkwasser, besten Micellenwasser, die es gibt. So, dann habe ich eine Maske von Hello Body leer gemacht. Die Coco Luxe Maske mit Gold Cream. So sieht die aus. Ich habe sie hier oben aufgeschnitten, damit ich wirklich alles benutzen kann aus ihr. Also sieht die ist vollkommen leer. Ich habe sie mir auch schon nachbestellt, weil ich die richtig gut finde. Ich weiß, bei Hello Body scheiden sich die Geister. Die einen lieben es, die einen hassen es. Ich will jetzt kein Fass aufmachen. Ich mag Hello Body sehr, sehr gerne, obwohl es auch 2, 3 Produkte gibt, die ich nicht vertragen kann. Aber diese Maske finde ich sehr gut. Hat meine Haut schön weich gemacht, hat sie gepflegt, hat sie gereinigt. Also die mochte ich sehr gerne. Deswegen habe ich sie mir auch wieder nachbestellt. Dann habe ich leer gemacht zweimal Micellentücher. Ne, das sind einmal, das hier sind Micellentücher von Nivea und das hier sind einmal diese Nivea Reinigungstücher. Da ist der originale Nivea-Duft dabei und ich mochte beide gerne. Also ihr wisst jetzt mittlerweile, wenn ihr meine letzten Aufgebraucht-Videos und meine DM-Hauls geschaut habt, dann wisst ihr, dass ich auf Nivea-Abschminktücher stehen geblieben bin. Und ich werde jetzt auch keine anderen mehr kaufen, weil ich die am allerbesten finde. So, dann habe ich noch ein Duschgel leer gemacht. Das war auch so ein Flop-Produkt. Das ist von Kneipp hier. Ne, nicht Duschgel, es ist eine Körpermilch. Das sieht man schon gar nicht mehr. Das ist so ein Granatapfel-Cassis-Körpermilch gewesen. Die habe ich auch schon lange. Die habe ich mir auch, glaube ich, im Winter gekauft. Das war so eine Winteredition. Und mochte ich auch nicht, weil es auch wieder nicht eingezogen ist. Und das Komische ist, Kneipp und Dresdner Essence, das sind ja, ich glaube, so Biomarken, wenn ich mich nicht täusche. Oder so, die sind ja ein bisschen hochpreisiger auch. Und bei den beiden war das so, dass die Körpermilch bzw. Bodylotion überhaupt nicht eingezogen ist. Und ich frage mich, ob das vielleicht bei diesen Produkten einfach so ist. Ich weiß nicht, vielleicht kann jemand, der auch von Kneipp oder Dresdner Essence die Bodylotions schon probiert hat, kann mir was dazu sagen, ob das bei denen einfach so normal ist. Vielleicht benutzen die irgendetwas da drin nicht, was das sonst so macht. Weil hier steht auch vegan. Vielleicht ist das einfach so bei diesen Biomarken. Keine Ahnung. Auf jeden Fall will ich es mir, glaube ich, nicht mehr nachkaufen, weil ich mag das nicht, wenn es nicht so schnell einzieht. Dann habe ich noch ein Abschminkprodukt leer gemacht von Garnier. Das ist der Augen-Make-up-Entferner in Grün hier. Den mochte ich auch sehr gerne. Da hat wirklich nichts gebrannt, wenn ich meine Mascara abgemacht habe oder mein Augen-Make-up oder so.
Das war wirklich sehr, sehr sanft zu meinen Augen und das werde ich mir wieder nachkaufen. Jetzt im Moment benutze ich eins von Nivea, das mag ich nicht ganz so gerne, also ich finde das hier besser. Dann habe ich von Detox das Hydrating Hyaluron Serum leer gemacht. Könnt ihr das sehen? Ja. Das habe ich leer gemacht. Das fand ich sehr gut. Das kriegt ihr in der Drogerie und ich meine auch bei Douglas. Und das ist nicht so teuer. Das hat die Haut schön aufgepolstert, hat der Feuchtigkeit gegeben. Also das fand ich gut. Das kann man sich auch wieder kaufen. Ich habe jetzt noch ein paar andere Serien, die ich am Testen bin. Deswegen werde ich das erstmal nicht kaufen. Aber ansonsten finde ich, hat das einen sehr guten Job gemacht und das kann man gut weiterhin benutzen. Noch ein Serum, was ich leer gemacht habe, und zwar von Kylie Skin. Das ist das Vitamin C Serum. Dazu werde ich jetzt nicht so viel sagen, weil wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne bei meinem Review-Video vorbeischauen. Da habe ich alle Kylie Jenner Produkte getestet, beziehungsweise fast alle Produkte getestet und ich fand das hier gut. Ich habe es morgens und abends benutzt, aber ich würde es mir jetzt nicht unbedingt nachkaufen. Ja, der Geruch ist sehr merkwürdig, muss ich sagen. Also bei allen Kylie Jenner Produkten ist der Geruch komisch. Dann habe ich ein Parfüm leer gemacht von Prada Candy. So sieht das aus. Das waren, ich glaube, 30 Milliliter. Und das ist ein sehr, sehr süßer Duft, wie der Name schon sagt. Ja, den mochte ich auch gerne. Übrigens habe ich einen Rabattcode auf die Parfüms von BeParfüm. Ich werde euch den hier nochmal einblenden, damit ihr es nicht vergesst. Ihr bekommt mit meinem Code 20%. Die haben Dupes zu originalen Düften. Es gibt auch ein Dupe zu diesem Duft hier. Und die Parfüms sind sehr viel billiger. Und ihr mit meinem Code könnt ihr nochmal Geld sparen. Also lohnt sich das, dort zu bestellen. Als letztes habe ich zweimal Vitamin C leer gemacht, 1000 Gramm, Milligramm. Und ja, ich habe euch ja immer erzählt, dass ich sehr viel Vitamin C benutze, dass ich mich dadurch besser fühle. Ich habe jetzt eine Dokumentation gesehen bei Arte, da ging es auch um Vitamin C. Oder allgemein nicht nur um Vitamin C, sondern allgemein um Nahrungsergänzungsmittel, so. Und ob wir die brauchen und ob das wirklich nötig ist und so weiter. Und ich habe mir die Doku angeschaut und ich werde jetzt erstmal meinen Vitamin-C-Konsum ein bisschen drosseln. Also ich werde erstmal keine mehr kaufen. Ich habe jetzt noch eine Packung, die mache ich leer und dann kaufe ich erstmal keine. Ich werde euch die Doku unten in der Infobox verlinken. Also schaut da gerne mal nach, wenn euch das interessiert. Ich glaube, das sollte sich jeder anschauen, der ja solche Präparate zu sich nimmt. Es ist immer was anderes, wenn jemand eine Krankheit hat oder wirklich einen Mangel, der ärztlich festgestellt ist und das nehmen muss. Aber jemand, der jetzt einfach so aus Lust und Laune das nimmt und so, vielleicht sollte man sich noch ein bisschen informieren. Und ja, schaut euch gerne die Doku an. Das war's mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich lade jeden Mittwoch ein neues Video hoch und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend oder was auch immer. Und jetzt sage ich mal, ciao, bis zum nächsten Mal.